Folge wird uns nun ein schönes Lied spielen, und zwar Shortline. Ich muss noch was dazu sagen, das ist ein alter NLW-Klassiker. Und dazu kann ich vielleicht noch sagen, am 7. Dezember ist eine gute Sendung über die NLW. Und zwar heißt die NLW ja Neue Luruper Welle. Da drin sind gerade zwei Leute gekommen, die können viel darüber erzählen. Aber ja, die Neue Luruper Welle am 7. Dezember, 8 Stunden live. Und da hört ihr zum Beispiel diesen Klassiker, den ich jetzt versuche vorzutragen. Und nun, Steak und gleich für alle Fans gibt es noch ein Interview. Da werden also wirklich knallharte Fragen gestellt. Aber erstmal live. I saw you in the disco every night, but it isn't alright. When I see you dance, I think of a romance, but you seem so cool and I'm your fool. My love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. My love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. So shy, please tell me why. I take all my courage and hope you're not a bitch, but you're so kind that makes me blind. I'm so dive, fear my love is so great, and I cannot wait, but I don't know how to say hello. My love is so great, and I cannot wait, but I don't know how to say hello. My car, drive away from the bar, drive into my home where we are alone. My dreams become true, so I feel not blue. You are in my arms, so I feel warm. My love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. My love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. Hello, hello. Love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. My love is so great and I cannot wait, but I don't know how to say hello. Hello, hello. Oh, falscher Knopf. Ja, das ist ganz nett. Das war ein alter Klassiker. Short Luck hieß das. Ja, Sie sind begeistert, ich sehe das. Das war eine sehr gute Darbietung. Unser Publikum ist auch begeistert. Und wir warten auf Anrufer, die sich auch dazu äußern, wie sie diese Darbietung finden. 8100125. Ich kann schon jetzt versprechen, dass in der nächsten Sendung ein weiterer Klassiker folgen wird. Ich habe dann aber doch noch mal eine Frage. Dafür müsste die Kamera mal ein bisschen hierher kommen und mal hier auf das Keyboard. Mal hier auf das Keyboard bleiben. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Kann man das hier so sehen? Kann man das so sehen? Noch mal ein bisschen näher ran. Hier so da. Da. Also Herr Heiko, Sie haben sich hier Ihre Tasten markiert offensichtlich mit den Noten. Ich sehe hier C, D, E, F, G, A, H. Das macht aber nicht einen sehr professionellen Eindruck. Können Sie sich das sonst nicht merken oder was? Naja, Sie sehen das, dass ich schon gar nicht so doof bin, weil auf den Tasten, die daneben sind, habe ich da schon gar nicht mehr nebengeklebt. Weil ich bin nämlich in der Lage, ja, Analogien festzustellen. Wenn das ein C ist, ist das auch ein C. Und das auch wir und das ja auch. Musikalwissenschaftlichen. Sie haben doch angefangen! Wissenschaftlichen Vortrag halten. Gut, ja, und wie soll es weitergehen jetzt mit Evasion on Stake? Sie haben ja jetzt, Ihre Band existiert seit 6 Jahren, immer noch keine einzige Platte verkauft. Na, es gibt ein paar CD-Beiträge, kann man dazu sagen, ein paar gute CD-Beiträge. Ich muss dazu auch sagen, Evasion on Stake klingt nicht immer so, das war eine minimalistische Version.
Ich habe gehört, so, es waren ja Tests auch von Evasion on Steak und Trash Goes Party in englischen Musikzeitschriften. Und Trash Goes Party wurde immer hochgejubelt und Evasion on Steak niedergemacht. Naja, das ist bekannt, dass die Amerikaner keinen Musikgeschmack haben. Das war aber in einer englischen Musikzeitschrift. Also England ist diese kleine Insel da nahe bei Europa. Ist das die mit dem Tunnel? Und Amerika, das ist die Insel, oder einige bezeichnen es auch als Kontinent, weiter weg. Aber wir wollen hier keine geografisch-wissenschaftlichen Sachen halten. Wir spielen bitte keine Geografie. Stattdessen mal den nächsten Song. Und zwar